Mit Lothringer Platt, so berühmt wie sonst kaum einer. Lucien Hullin, alias Lulu, der Prinz vom Bitscherland. Mit seiner Gruppe Lulu et les Missiles machte er Platt Rock'n'Roll fähig. Und zwar über die Grenzen des Bitscherlandes hinaus. Mittlerweile ist er in seinen Heimatort Petit Redachin zurückgekehrt und sucht alles andere als irdischen Ruhm. Barbara Spitzer hat ihn besucht. Lucien Hullin, genannt Lulu, der Paradiesvogel vom Bitscherland. Rebell und Rockstar mit Hang zum Exzess. Ein Leben für die Bühne. Seit 2 Jahren überzeugter Frühaufsteher und Frühsportler. Kiffen, Kampftrinken, Zigaretten sind passé. Lucien hat entschleunigt. Ich habe keine Lust mehr, jetzt mich da zu betäuben oder sowas zu... Das brauche ich nicht mehr. Ich bin jetzt hier auf dieser Erde und ich weiß, was ich hier zu tun habe. Montagmorgen, 7 Uhr. Zeit fürs Frühstück. Seit einem Jahr lebt der 52-Jährige streng vegan. Seine Küche asiatisch. Auf seinem Arm ein Tattoo aus den 80ern. Das war so mein Totem, lange Jahre lang. Das hat mir so eine Identität gegeben. Aber heute würde ich es nicht mehr machen. Ne? Anders sein als der Mainstream. Dieser Wunsch prägt Luciens Leben bis heute. Und das hat auch viel mit seiner Muttersprache, dem Platt, zu tun. Mit seiner Sprache eckt er an. Erstmals mit 16 bei seinem Kunstlehrer in Nancy. Da habe ich gemerkt, er hat was gegen mich. Und er hat mir auch ausgedrückt. Und dann hatte er mal einen schönen Tag. Für alle Schüler hat er zu mir gesagt, Spitzhelm, Deutscher. Und ich bin von dem Vater aus, hat gesagt, du bist ein Lothringer. Der Spruch, unser Platt, das ist lothringisch. Und da komme ich da auf Nancy, da steht da groß geschrieben, ein Schild, der Capitale de la Lorraine, Hauptstadt der Lothringen. Und da spricht keiner meine Sprache. Da habe ich gedacht, was, das stimmt was nicht. Als kleines Kind brav, da konnte ich nichts sagen. War immer gut und sagt, bis er dann fort in die Schule kommen. Dann ist bergab. Lucien bricht mit 17 das Gymnasium in Nancy ab, arbeitet auf dem Bau und schreibt sich den Blues mit Gedichten und Comics von der Seele. Als er eines Morgens nicht aus dem Bett kommt, schreibt er seinen ersten Hit. Damit trifft er einen Nerv. Seine Band Lucien et les Missiles füllt Anfang der 80er regelmäßig das Domino in Lemberg. Sie wird Kult im Elsass und in Lothringen. Als Sänger ist man den Strich zwischen den Musikern und dem Publikum. Man bekommt einen Haufen Energie, man gibt auch einen Haufen Energie. Als ich ein Konzert gegeben hatte damals, das dauerte 2 Stunden. Das war wie, weil ich einen ganzen Tag auf dem Bau gearbeitet hätte, sogar mehr. Der Wertstoffhof in Rohrbach-Litsch. Lucien arbeitet hier seit 3 Jahren. Also, Holz machst du in die 2er und hast mich alles in die 5er. Von seiner Musik leben konnte er nur 3 Jahre lang. Dann löste sich die Band auf. Eine kurze Episode, die einigen im Dorf verborgen blieb. Nein, das habe ich nie gewusst gehabt. Wenn man ihn so sieht, meint man nicht, dass er Musik macht. Sind Sie auch zu seinem Konzert gegangen früher? Nein. Nein, ist zu Rock'n'Roll gewesen. Lulu rebelliert immer noch gerne, aber die Töne sind leiser geworden. Und er hat neue Gefährten gefunden. Zen statt Rock'n'Roll. Wir machen uns so ein Triangle. Eine Kapelle bei Enschenberg, sein Lieblingsort im Bitscherland. Er kommt hierher, um Qigong zu machen und um Kraft aus den Steinen zu tanken. Für Freunde, die ihn von früher kennen, ist sein neuer Lebensstil fast ein Wunder.
Er liebte Alkohol und Partys, aber das hier, das hat ihn gerettet. Das ist für mich der neue Rock'n'Roll, ja. Also Rock'n'Roll ist auch Energie, ja, viel Energie. Und das ist menschliche Energie und das ist erdliche Energie. Aber Lucien wäre nicht Lucien, wenn er seine Energie nur aus einer einzigen Quelle schöpfen würde. Was sonst?